ungewöhnliche Methode misst ein Chemieprofessor in der Donau die Mikroplastikbelastung. Er ist quasi selbst die Messstelle. Der Deutsche durchschwimmt die Donau von der Quelle bis zur Mündung und sammelt mit seinem Schwimmanzug die Mikroplastikproben. Die hat er jetzt bei seiner Station in Wien zur Analyse abgegeben. 2700 Kilometer ist die gesamte Route lang. Heute liegt der schwimmende Professor, wie er genannt wird, nur einige hundert Meter zurück, um für die Pressekonferenz am Donaukanal aus dem Wasser zu steigen. Was man sieht, ist, dass halt Plastikmüll von der Quelle bis zur Mündung wahrscheinlich, auch bis Wien zu sehen ist, überall da, wo ich aus dem Wasser aus- und einsteige. Und darum geht es ja auch im Projekt, um den Blick aufs Gewässer zu richten, unsere Abfallentsorgung, dass die nicht optimal ist. Entlang der Route sammelt er Proben, die zum Beispiel die Uni Wien auswertet. Die Übergabe erfolgt medienwirksam bei einem Termin mit der Umweltministerin. Dort will er auf das ernste Thema aufmerksam machen. Dafür braucht er auch einen Tennisball und Stecknadeln. Das sind quasi Spurenstoffe, die sich mit der Zeit häufen auf der Oberfläche dieses Mikroplastikteilchens. Und das wird aufgenommen, wird als Nahrung betrachtet von Wasserlebewesen. Seien es nun Rapfen oder Nasen oder Karpfen. Ich weiß nicht, was in Wien so in den Gewässern herumschwimmt. Und da gibt es Angler, sind vielleicht nicht jeder, die essen dann diesen Fisch. Der ist dann vergiftet durch diese mitgeführten Spurenstoffe. Noch rund zwei Drittel des Weges liegen vor ihm. Bislang ist das Wasser noch sehr sauber gewesen. Gesundheitliche Probleme durch das Mikroplastik fürchtet er nicht. Natürlich muss man aufpassen, sollte nicht zu lange im Wasser bleiben, ungeschützt. Ich bin geschützt. Ich trage selbst, also Kunststoff rettet auch Leben. Ja, ich habe einen Neoprenanzug, aber ich nehme ihn ja auch wieder aus dem Wasser mit heraus. Einzig seine Atemwege sind ungeschützt. Deshalb will er auch nur so weit schwimmen, wie es für ihn sicher ist. Gerade Richtung Donaumündung sei das nicht klar, meint er. Hofft aber, alle 2700 Kilometer schwimmend zu schaffen. Ein sportliches Wochenende.